Ich wusste, dass ich was Naturwissenschaftliches studieren wollte. Ich habe auch in Physik und in Chemie maturiert. Ich habe mir auch überlegt, nur Physik zu studieren. Das wäre mir aber, glaube ich, wahrscheinlich zu theoretisch und schon zu spezifisch im Bachelor gewesen. Außerdem habe ich auch schon immer über die Umwelt nachgedacht. Und ja, dieses Studium hat dann nach einem guten Paket geklungen, wo ich alles unter einen Hut bekommen kann. Und das stimmt auch. Also in dem Zweig Navitech geht es wirklich hauptsächlich um die Naturwissenschaften, das heißt um Chemie und Physik. Da gibt es Theorie und natürlich auch Labors dazu. Außerdem gibt es auch ein paar technische Fächer und ein paar Fächer, wo die Umwelt behandelt wird, also der Zusammenhang zwischen Naturwissenschaften und Umwelt. Dann gibt es noch die Systemwissenschaften, was auch gut dazu passt, weil in den Naturwissenschaften ja alles zusammenhängt und sozusagen alles ein System ist. Und außerdem braucht man für alle die Fächer noch Mathematik, also das gibt es auch noch zu Beginn des Studiums. Zu meinen Lieblingslehrveranstaltungen haben unter anderem die Vorlesung Atomkern- und Teilchenphysik sowie das Umweltphysiklabor und das chemische Syntheselabor gezählt. Also wie man sehen kann, hat mir die Diversität im Studium sehr gut gefallen. Zudem gibt es auch eine sehr aktive Studienvertretung, die ein Erstsemester-Tutorium sowie viele andere Events für die Studierenden organisiert und das hat mir auch sehr gut gefallen. Das war, als ich im Chemielabor mal zu meiner Laborpartnerin gesagt habe, wie gut ich finde, dass die organischen Lösungsmittel riechen. Daraufhin ist gerade der Betreuer vorbeigegangen, hat sich umgedreht, hat mich gefragt, so, was, du findest die riechen gut? Dann habe ich gesagt, ja. Dann hat er gesagt, ja, gell, ja, sind super. Und dann, man darf also auch ein bisschen verrückt sein und Spaß haben im Studium als Naturwissenschaftler. Also der Name Umweltsystemwissenschaften impliziert meiner Meinung nach, dass sich ein großer Teil des Studiums mit der Umwelt beschäftigt. Das ist aber nur bedingt der Fall. Also das Hauptaugenmerk liegt auf alle Fälle in den Naturwissenschaften, Chemie und Physik. Jedoch gibt es seit kurzem, soviel ich weiß, ein neues Curriculum, wo mehr Wert oder auf den Umweltpart gelegt wird. Definitiv eine der größten Herausforderungen war meine Bachelorarbeit, weil das war noch ein weiterer Schritt zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten. Und im Labor in der Bachelorarbeit hatte ich einige Problemstellungen, zu denen ich nicht sehr viel Hintergrundwissen hatte. Ich habe nämlich meine Bachelorarbeit in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen gemacht und in einem Fachgebiet, das nicht sehr groß im Studium behandelt wird. Dadurch hat die Bachelorarbeit auch deutlich länger gebraucht, als es im Curriculum vorgesehen ist. Aber es war trotzdem sehr lehrreich und interessant und ich habe auch Zugang zu einigen Analysegeräten gehabt, zu denen man sonst im Bachelorstudium keinen Zugriff hat. Also ich habe mein Bachelorstudium im Oktober 2018 abgeschlossen und studiere jetzt Advanced Material Science an der TU Graz. Und das Studium kann ohne zusätzliche Voraussetzungen direkt an das Bachelorstudium angehängt werden. Und da das Bachelorstudium sehr vielseitig ist, stehen den Absolventen und Absolventinnen sämtliche Masterstudiengänge in den Bereichen Chemie, Physik, Verfahrenstechnik zur Verfügung, sowie natürlich auch ein aufbauendes Umweltsystemwissenschaften-Masterstudium.